So, haben wir uns das angeschaut. Ich weiß bloß nicht, was wir jetzt genau am besten machen sollten. Wo ist denn der kleine Junge eigentlich hin? Der war doch hier gewesen, oder? Ist der am Ende vielleicht hier in der Kabine drin? Gucken wir mal durchs Schloss. Man kann die Abteiltüren von innen ganz einfach abschließen, indem man einen kleinen Knauf dreht. Aber ich habe nicht abgeschlossen. Da kannst du auch nicht, du bist ja außen. Herr Professor, wenn Sie von innen abgeschlossen hätten, stünden Sie nicht auf dieser Seite der Tür. Das ist richtig. Spaten. Na gut. Kommen wir also nicht weiter. Oh, wir können klopfen bei der Baronin, das ist auch interessant. Ja, bitte. Wer immer das ist, fragen Sie ihn, ob er meine Brieftasche gefunden hat. Und dann schließen Sie die Tür, James. Der Lärm in diesem Zug macht mich wahnsinnig. Sanft wie eine Rose, diese liebliche Stimme. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Sie vermissen eine Brieftasche? Wurde sie gestohlen? Sie ist zumindest momentan nicht aufzufinden. Gestohlen wurde sie? Wann haben Sie denn... Wann hat die Baronin die Brieftasche denn zum letzten Mal gesehen? Was? In Zürich, auf dem Bahnhof. Ich hatte nur gefragt, wo sie die Brieftasche zum letzten Mal... In Zürich, auf dem Bahnhof. Sagen Sie ihm, James, dass ich mir die Füße vertreten habe und sie da noch hatte. Die Baronin sagt... Vielleicht haben Sie sie dort verloren. Was? Die Baronin verliert nie etwas. Ich verliere nie etwas. Also gut, ich werde die Augen nach der Brieftasche offen halten. Äußerst sympathisches Gespräch. Wenn ich Ihnen vielleicht ein paar Fragen bezüglich der anderen Mitreisenden stellen dürfte. Ich dachte, er sucht meine Brieftasche. James, sagen Sie ihm, er soll meine Brieftasche suchen. Die Baronin wünscht, dass Sie Ihre Brieftasche suchen. Aber könnten wir nicht vielleicht... Also schön, erst die Brieftasche. Oh je. Ich werde mich dann mal umsehen. Danke, Sir. Grandios! Ah, wo könnten wir die Brieftasche denn am besten finden? Vielleicht bei jemandem, der sowieso chronisch immer unterbezahlt ist? Wenn ich Sie noch einmal stören dürfte, mein Herr. Ein Gast vermisst seine Brieftasche. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Aha, es waren doch Diebe im Zug. Sie ist schon länger verschwunden. Vielleicht schon seit Zürich. Haha, die Schweizer lassen kein Geld mehr aus dem Land, wann sie es erstmal in den Fingern haben, oder? Oh, pardon, bitte. Nein, ich habe das Geldbörsel nicht gesehen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Danke sehr. Sehr witzig. Zürich scheint ja ein verdammt gefährliches Pflaster zu sein, oder? Also was dort alles passiert, dort wird ein Koffer geklaut, dort wird die Geldbörse geklaut. Professor Lucien? Ja. Ah, Lucien, den alles klar. Eigentlich wollte ich Sie. Bitte, ich muss unbedingt in mein Abteil. Oh, die Leute hier sind alle so gestört, ich weiß auch nicht. Gut, schauen wir erstmal hier drüben im Salonwagen. Hier um die Ecke können wir auch nicht schauen, ne? Na gut. Vielleicht hat ja eine von den Damen was. Oh, wir können endlich mit Miss Miller reden. Miss Miller? Ja? Der kleine Junge, Matt? Das ist Ihr Kind? Oh ja. Hat er was angestellt? Nein, nein. Ich habe ihn schon kennengelernt. Ein cleverer kleiner Kerl. Wir nennen ihn immer den Professor, weil er so einklug daherredet. Wenn man ihm nur die Flausen austreiben könnte. Ach, die gehören dazu zu einem kleinen Jungen. Ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oh, ich fürchte, ich habe mich ganz auf meine Handarbeiten konzentriert. Hat immer schrecklich viel zu tun, meine Mary. Wenn es Ihnen nicht recht ist, dann müssen Sie es sagen. Herrgott, Kindchen, stricken Sie so viel Sie wollen. Also, keine besonderen Vorkommnisse. Nein, Wachtmeister. Da fällt mir ein, im Kindergarten war mein Spitzname auch der Professor gewesen, was aber mehr daran lag, dass ich schon seit ich ganz klein bin eine Brille habe und damals schon irgendwie viel lernen und wissen wollte und alle genervt habe damit. Die Brieftasche eines Passagiers ist verschwunden. Ich vermute, Sie haben sie nicht gesehen. Tut mir leid.
Ich auch nicht. Haben Sie meinen Kleinen schon gefragt? Matty ist gut darin, verloren gegangene Dinge zu finden. Ich habe ihn noch nicht gefragt, aber ich werde das nachholen. Goodbye, Miss Miller. Goodbye, Wachtmeister. Dazu müsste ich aber erstmal wissen, wo Matt eigentlich ist, denn ich habe irgendwie keine so richtige Ahnung, aber wir können ja mal hier drüben schauen. Ach so, vielleicht stand er ja ganz am Ende des anderen Abteils. Das könnte natürlich... Halt, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch noch den Dr. Gebhardt fragen. Und da hätten wir auf der Seite schon alle durch. Ah, Herr Zellner. Was ich eigentlich wollte. Die Baronin vermisst ihre Brieftasche. Eine Baronin? Dieser Zug ist ja ganz schön hochkarätig besetzt. Dort drüben die Queen of Crime und jetzt auch noch eine Baronin. Haben Sie die Brieftasche gesehen? Leider nein. Kennen Sie Lady Westmacott? Sie haben sich mit ihr unterhalten? Naja, ich bin ein Bewunderer ihrer Arbeit. Wie so viele andere. Ich habe mal in der Zeitung gelesen, dass nur Shakespeare und die Bibel häufiger verkauft wurden als ihre Kriminalromane. Das habe ich auch gehört. Sie muss unverschämt reich sein. Und als Arzt müsste man wohl 1000 Jahre arbeiten, um so viel Geld zu verdienen. Auf Wiedersehen, Dr. Gebhardt. Auf Wiedersehen, Wachtmeister. Es war ein angenehmer Plausch. So eine kleine Agatha Christie des Spiels hier, ne? Oder irgendwie sowas soll das wahrscheinlich darstellen. Achso, ich dachte gerade, man kann sich die Schnapsflaschen nehmen hier. Wir müssen ja noch mit ihr reden, um uns ein Autogramm zu ergattern. Fiel mir gerade so ein. Entschuldige Sie bitte, Lady Westmacott. Wachtmeister Zellner, wie kann ich Ihnen helfen? Ach, die redet irgendwie ganz angenehm, muss ich sagen. Jetzt so ein schönes Timbre in der Stimme. Ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht... Eine Widmung, Wachtmeister Zellner. Wenn es keine Umstände macht. Natürlich macht es so Umstände. Aber nur kleine. Bitte sehr. Vielen Dank. Lady West... Ein andermal. Ja. Farewell, Lady Westmacott. Herr Wachtmeister. Farewell. Cheerio, Miss Sophie. Lady Westmacott erinnert mich auch ein bisschen... mein Freund, möchtest du bitte... Ja, danke. Erinnert mich auch so ein bisschen an die... Großmutter, die Übermutter, die Älteste halt. Die Matriarchin, sagen wir es mal so, bei Downton Abbey, falls das ein oder andere kennt. Die war auch so von der Art her. Die hätte wahrscheinlich auch gesagt, es macht Umstände, aber nur kleine. Sehr sympathisch, muss ich sagen. So ein ganz feinsinniger Humor irgendwie. Gefällt mir. Können wir hier noch irgendwo hin? Er hat doch gerade was... Was habe ich denn gerade gesehen? Ich habe doch gerade irgendwas aufblinken sehen hier. Oder habe ich mir das eingebildet? Ja, das hier drüben ist klar. Kann mir jemand verraten, wo der kleine Junge ist? Hat ihn jemand aus dem Fenster geworfen? Ernsthaft mal. Ja, hier drüben geht's nicht weiter. Ja, tanzt dir einen ab, mein Freund. Ich hab's vorhin echt nicht mitgekriegt, wo der hingegangen ist, der Kleine. Das ist eine sehr gute Frage. Die zitternde Hand des Geigers könnte viele Gründe haben. Angespannte Nerven, eine Krankheit. Ich tippe jedoch auf Alkohol. Er wäre nicht der erste Musiker, der sich damit seine Karriere zerstört. Ja, Rock'n'Roll und so, ne? Wo könnten wir nach dem kleinen Jungen suchen, ist die Frage. Die abgeschlossene Tür brauchen wir jetzt nicht nochmal zu betrachten. Das ist echt gerade... Ich meine, so viele Orte gibt's hier nicht, ne? Irgendwo muss Matt ja abgeblieben sein. Versteckt er sich vielleicht hinter der Bar und säuft sich eins? Ach so, hier geht's bloß in den anderen Wagen, okay. Ja, dann lassen wir die beiden Grazien mal hier sitzen und schauen nochmal hier drüben bei der Bar. Kein Matt? Ich bräuchte ein Stück Draht oder etwas in der Art, um das Schloss zu knacken. Haben wir denn sowas? Nein. Können wir hier vielleicht ein bisschen genauer reingehen? Nein, das will ich gar nicht. Ich habe es mir letzte Woche auf einem Flohmarkt. Okay, das kennen wir ja. Ansonsten haben wir eigentlich nichts, was wir jetzt benutzen könnten. Die Karamellbonbons können wir benutzen, um den kleinen Jungen in irgendein Auto zu locken und in den nächsten Wald zu fahren. Nein, mein Scherz. Wer hätte gedacht, dass mich Karamellbonbons einmal daran erinnern würden, wie alt ich geworden bin und was ich schon alles hinter mir lassen musste? Ja,
die Frage ist jetzt immer noch, können wir die Kaffeemaschine benutzen? Nee, schade. Das wäre jetzt genau das Richtige. So ein kleiner Kaffee für zwischendurch, ganz schwarz, ganz stark. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich will aber ehrlich gesagt auch nicht die Hotspot-Anzeige benutzen. Gucken wir nochmal kurz draußen. Süß, wie er sich festhält hier. Halt. Achso, in den Salonwagen. Na, das ist ja nicht so zielführend. Und in den Transportwagen brauchen wir auch nicht zu gehen. Schließlich haben wir nichts Vorzeigbares. Dies ist natürlich ein bisschen kritisch jetzt. Wo könnte denn der kleine Bube abgeblieben sein? Das Bübele. Du darfst... Achso, ich wollte gerade sagen, du darfst auch weitergehen. Schwierig, schwierig. Dabei ist noch gar nichts, was ich großartig kombinieren müsste oder so. Ich muss ja einfach nur einen kleinen Jungen finden. Können wir von hier aus eine Tür öffnen oder so? Nee. Geiger. Mit dem können wir auch nicht... Doch, wir können wieder mit ihm reden, okay? Ich wüsste nicht, was ich ihn zurzeit noch fragen sollte. Ihm ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Sagt er zumindest. Tja. Dann weiß ich auch nicht. Wir haben ja nur drei Bildschirme, auf denen was sein könnte. Und ich habe auf keinem jetzt was gesehen. Ich würde aber auch sagen, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir haben jetzt den Anfang des Spiels gesehen. So gefällt mir es erstmal ganz gut. Ich finde es ganz niedlich gemacht. Und ich denke mal, da wird dann später noch das eine oder andere kommen, dass die Geschichte dann auch spannend wird. Wir sind ja noch so ganz am Anfang beim Trägen dahin geplätschert. Halt, hier war doch gerade was. Aus dem Fenster schauen. Das machen wir noch schnell. Wir Schweizer sind eisenbahnverrückt. Wir haben nicht nur sehr viele Eisenbahnstrecken, sondern auch noch die schönsten der Welt. Ja klar. So, öffnen wir mal. Da scheint aber jemand unzufrieden. Können Sie das Fenster bitte schließen? Ich möchte nicht im Fahrtwind sitzen. Oh, Verzeihung. Ach Mensch. Das ist aber gemein jetzt. Ich meine, du bist kein Sänger, zum Glück. Da kannst du doch auch mit einem offenen Fenster leben. Du brauchst doch keine funktionierende Stimme. Na gut, egal. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss, wie ich gerade eben schon vorhatte eigentlich. Und beim nächsten Mal schauen wir dann weiter, wo der kleine Matt ist. Wir werden versuchen, das Portemonnaie der Baronin zu finden. Und im Anschluss schaffen wir es dann vielleicht auch von Professor Lucien hier den Schlüssel zu finden. Der Stuart scheint ja irgendwie weg zu sein. Und auch vielleicht die Kabine zu öffnen. Wir könnten es natürlich auch so wie Conan der Detektiv mit einer Angelschnur machen oder irgendwas, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.